Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Talk to Hearts. Wir hören immer wieder von Menschen, die Ausgezeichnetes leisten und dafür auch ausgezeichnet werden. Und wenn uns diese ausgezeichneten Menschen dann auch noch an die Welt, ein bisschen an die Welt Hollywood vom Tellerwäscher zum Millionär erinnert, spätestens dann wollen wir wissen, wie hat er es denn geschafft? Tellerwäscher war er zwar nicht, er war Schichtarbeiter bei VW und Millionen hat er meines Wissens auch nicht eingenommen. Sei denn, ich habe da was vergessen, aber hat Millionen auf jeden Fall bewegt. Joachim Franz, unser Gast heute, Europäer des Jahres, Hope Award, Mind Award, Bundesverdienstkreuz, um nur einige seiner Auszeichnungen zu nennen, die er für seine Werte, seinen Lebensweg und für sein soziales Engagement als AIDS-Aktivist bekam. Herzlich willkommen, Herr Franz. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben strenges Zeitkorsett. Sie sind strenges Zeitkorsett gewohnt. Immer. Aber ein Korsett hätten Sie vor 20 Jahren nicht tragen können. Ich würde noch gerne. In welcher Größe? XXXL. Da kommen wir noch mal gleich. Also, die Größe wollte ich gleich fragen. Nehmen wir diese Zeitreise zurück vor 20 Jahren. Wollen wir die nackte Wahrheit sehen? Auch wenn Sie sie vielleicht nicht ganz gerne gesehen hätten, gerne ein Bild eingeblendet. Bitte, Herr Joachim Franz, vor 20 Jahren um die 30, liebes Team in der Technik. So sah Herr Franz aus. Ich habe ja erst gedacht, Sie wissen ja, diese Schlankheitsprodukte werben ja auch immer mit jemandem vorher und nachher. Ja. Und man denkt, das ist sie gar nicht. Und bei Ihnen habe ich schon auch gedacht, sind Sie das wirklich? Ich kann nichts wiedererkennen. Das liegt an der Dauerwelle. Das Sie ist, haben die war damals, Dauerwelle gehabt? Die war damals natürlich top aktuell. Ja. Das war, die musste man haben. Ja, Oberlippenbart, Blümchenhemd. Ach nee, da sind Musikinstrumente, glaube ich, drauf. Nee, das bin ich schon. Ich finde es heute selber lustig, ist klar. Aber es muss ja auch einen Grund geben, warum man einen Veränderungsprozess starten will. Und wenn man sich das Bild anguckt, kann man sich vorstellen, da kann man was verändern. Also heute liegen die Haare eindeutig besser, das haben wir ja gerade schon kurz festgestellt. Sagen Sie, bei Wikipedia stand 120 Kilo, ich hatte was von 130 gelesen. Wie viel wogen Sie denn damals? Das ist ganz einfach, 1, 2, 3. Also das höchste gemessene oder gewogene Gewicht war wirklich 123 Kilo. Das war so die Spitzenleistungsklasse. Das Bild dürfte so bei 118 Kilo sein. Da war ich schon auf dem Rückmarsch. Ich meine, ich habe ein Bild von Ihnen Anfang 20 gesehen. Da haben Sie Gitarre gespielt. Da waren Sie rank und schlank. Nun liegen zwischen 20 und 30 10 Jahre auseinander. Wie schafft man das, da hinzukommen? Ist das wirklich Fernsehschauen, Kekse und Currywurst?